Seht ihr nun einen Radweg der Stadt Köln. Wie ihr sehen könnt, wurden die Äste der Bäume abgeschnitten und einfach dort liegen gelassen, mitten auf dem Radweg, sodass man als Radfahrer ziemlich viel und oft ausweichen musste. Das Befahren mit einem entgegenkommenden Fahrrad würde dann schon wieder schwierig werden, denn die Äste lagen so weit auf dem Fahrradweg, dass selbst ich mit meinem Fahrrad sehr groß ausweichen musste, wie ihr sehen könnt. Hier kommen wir jetzt auf einen Streckenabschnitt, der von Ostheim aus offiziell befahrbar ist, nur wenn man von Kalk aus kommt, leider nicht befahrbar ist. Wie man sehen kann, fährt daher auf meiner Seite ein Geisterfahrer, der dieses Schild wohl einfach mal übersehen hat. Hier kommen wir jetzt auf einen Abschnitt der Ostheimer Straße, wo ihr jetzt gleich sehen könnt, dass dort sehr, sehr enge Kurven sind. Wenn, wie gleich zu sehen, dort Autos stehen, hat man als Fahrradfahrer keine Chance mehr, irgendwie auszuweichen und muss leider stark auf die Bremse treten oder auf den direkt nebenlaufenden Gehweg ausweichen. Ja, ich hatte an diesem Tag ganze 2 Autos auf meiner Strecke. Schaut selbst und ja, probiert die Strecke doch einmal selber aus. Ja, hier kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsabschnitt in Köln, und zwar die Brücke mit den ganz vielen schönen, tollen Schlössern und natürlich auch leider den ganz vielen Touristen. Wie ihr sehen könnt, ist die Brücke brechend voll und normalerweise müssten auf der linken Seite die Fahrradfahrer fahren, auf der rechten Seite die Fußgänger spazieren gehen oder laufen. Ja, das ist leider nicht gegeben. Die Menschen laufen dort, wie sie wollen. Und als Fahrradfahrer hat man immer wieder das Problem, stark auf die Bremse gehen zu müssen. Ich persönlich bevorzuge da doch eigentlich das Absteigen oder eher lautes Klingeln. Aber wie ihr sehen könnt, hat es dieses Mal auch funktioniert, einfach weiterzufahren. Wenn man laut genug brüllt und laut genug sagt, hey, hier bin ich, und auch gleichzeitig noch auf die Klingel geht, funktioniert dies auch. Und wie ihr sehen könnt, war die Brücke an diesem Tag nicht arg so voll, aber im Normalfall ist sie noch viel voller als jetzt. Hier seht ihr nun unten am Heumarkt einen offiziell ausgezeichneten Fahrradweg, der aber leider nicht ganz benutzbar ist, da die Autos mitten auf dem Fahrradweg stehen. Und im nächsten Bild seht ihr dann einen Bus, der mitten auf dem Fahrradweg steht, wo man als Fahrradfahrer schon wieder nicht vorbeikommt.